Wir haben in unserer Schule im Sommer die erste Welle mit Mewis gemacht und die zweite Welle, also Winter und Herbst, jetzt mit Teams, sind also umgestiegen von Mewis auf Teams. Beides kenne ich. Möchte sie mal vergleichen. Ich habe die Q12 mal befragt im Herbst. Die waren in Quarantäne. Was ist besser, Mewis und Teams? Also es hat Teams hat 60 Stimmen bekommen und Mewis 0. Das ist interessant. Warum ist es so? Eigentlich ist Mewis Open Source, hat so einen Moodle-Kern, sollten die sympathischeren sein und Teams ist ja von der großen Firma Microsoft. Bei den Dateien hat man schon mal ein großes Problem. Ich habe hier bei Teams eine moderne Cloud, wie man das kennt von Dropbox und Apple und so weiter. Das Mewis ist einfach noch veraltet. Ich muss, wenn ich die Datei ändern möchte, muss ich sie runterladen, muss sie am PC verändern und wieder hochladen. Drag and drop. Also ist es nicht. Die HPE Cloud hat auch Moodle, aber die hatten Online-LibreOffice und die hatten eine moderne, die also wahrscheinlich von Nextcloud oder so. Eine moderne Open Source Cloud. Funktioniert, wäre möglich. Haben wir nicht, keiner weiß warum. Es hat viele lieben dieses Teams, weil es ein Online-Word hat, so wie es alle kennen. Ich finde ja Libre viel sympathischer. Aber mein, es läuft, es geht. Man kann gemeinsam arbeiten. Die Aufgaben haben beide. Ja, also es gibt Mewis-Aufgaben und Teams-Aufgaben. Allerdings, die Mewis-Aufgaben, die muss der Schüler suchen. Und wenn er bei Teams auf diesen Knopf klickt, hat er sämtliche Aufgaben, die er tun muss. Und wenn man mit Eltern gerade kleinerer, schulpflichtiger Kinder redet, wenn die Kinder im Fernunterricht sind, das ist die Killer-Applikation. Das muss die Cloud haben. Und deswegen aus Elternsicht verstehe ich, nö, geht nicht. Es muss so sein. Auch die Lehrer finden, Klick auf einen Knopf finden alles. Die ist auch, Teams hat Schwächen, im Mewis sowieso. Ich kann hier, wenn die Schüler ein JPEG abgeben, kann ich hier keine Korrekturen machen, kann ich sagen, hier ist der Fehler. Es ist peinlich, finde ich jetzt für Teams, dass das nicht geht. Mit Word kann man, wenn die Schüler Word abgeben, gibt es irgend so ein Workaround, aber das ist es doch eigentlich nicht. Es muss elegant und schnell gehen. Also man könnte besser sein als Teams. Chat ist ein Ding, ich habe hier so Nachrichtenmodule in Mewis. Und das hat kaum ein Schüler benutzt. Ich habe da so gut wie nie Nachrichten gekriegt. Und der Chat von Teams, der funktioniert auch auf dem Handy. Das soll ein Handy sein. Und deswegen nutzen die das ständig. Und ich kann als Lehrer das aber abschalten, dass es nachts nichts mehr tut, ja. Und tagsüber kriege ich aber meine Benachrichtigung, wenn irgendjemand was schreibt, Kollege oder so. Und das ist also wirklich besser als WhatsApp und wird benutzt und ist, und genau das brauchen wir. Datenschutz, Riesenthema. Eigentlich sollte ich es vermeiden. Natürlich ist die Server sind bei Mewis in Bayern, haben wir alles im Griff und so gehört sich's. Und Teams ist eine amerikanische Firma mit Privacy Shield Act, alles ein Fragezeichen und so. Aber die Schüler nutzen den Chat nicht. Und damit, die Schüler nutzen massiv WhatsApp, Gmail, wir haben kein Video. Hier die Server in Deutschland, okay, aber klar, nicht perfekt. Dennoch, jetzt können natürlich Datenschutzexperten sagen, nehmt doch nicht Zoom, nehmt doch jetzt hier, nehmt nicht Gmail, nehmt was anderes, nehmt doch. Ja, aber sagt mal das. 850 Schülern und 90 Kollegen. Ja, also in der Praxis. Die Datenschützer können einfach sagen, ist verboten, aber wenn es um die Praxis geht, was machen die wirklich? Dann ist es schwierig. Das heißt, in unserer Schule wurde die Datenschutzsituation mit der Einführung von Teams besser. Und ja, das ist dann entscheidend, was eigentlich wirklich passiert. Die Notizen und Tafeln, also die haben bei Mewis so ein Whiteboard, nur kaum jemand nutzt Whiteboard, also ist eigentlich nett. Ich kenne einen Kollegen, der es nutzt, also ja. Und Teams hat dieses OneNote, kannte ich vorher nicht, ich habe vorher was anderes benutzt, es ist wirklich gut. Also es ist leider sehr viel besser wie das von Mewis. Ich schreibe im Unterricht auf hier auf mein Tablet, das wird hochgefunkt, die Schüler sehen das dann gebeamt und automatisch geht das Bild in OneNote. Das heißt, die Schüler haben den kompletten Tafelanschrieb des ganzen Schuljahres in ihrem Teams. Wer länger krank ist, muss keinen Mitschüler fragen, sondern der sieht sofort, was hat er denn gemacht. Ich kann da sogar, wenn ich hier, also wenn ich WLAN hätte, also in einem einzigen Raum habe ich richtiges WLAN, das ist halt München, ja, dann kann ich, wenn ein Schüler bei Quar zu Quarantäne zu Hause ist, hier auch auf Live klicken, dann hört er mich und sieht, was ich tue und kann dem folgen. Ja, die Bausteine, die sind, da bietet Mewis viel, das berühmte H5P und Hot Potatoes und so, schöne Sachen, die hier fehlen. Hier fehlt alles, was Spaß machen würde, weil wir das Münchner Teams haben. Da wurde vieles aus Datenschutzgründen gecancelt. Das ist so vorübergehend für die Pandemie, ist das okay.
Ja, aber langfristig brauchen wir auch Spiele. Schwerpunkt eben Word und PowerPoint und Wiki und so weiter. Also wir arbeiten gemeinsam. Das ist einfach, sind verschiedene Strategien. Ich sag mal, Gruppenarbeit steht im Zentrum. Also eigentlich der moderne Unterricht, ja. Modern. Und hier ist, kann man auch Gruppenarbeit machen, da gibt es auch Feedbacks und so Zeug. Aber es ist eher so Lernpfad, ja, und nett und kostet, es kostet so viel Zeit, sowas zu machen, dass es zu wenig genutzt wird. Das ist das Problem. Zuverlässigkeit, ein Drama. Also die erste, eine Woche wäre noch okay gewesen beim ersten Shutdown, aber es war 2 Wochen kaum zu benutzen, also Vormittag immer schlecht. Und nach der 6. Woche gab es ein Drama und im Winter 20 schon wieder nicht. Also das ist zu viel. Ja, und Teams läuft, ja. Wenn ich, hat ja kein Video, ne, wenn ich, und das wichtig ist bei einer Schulcloud, dass die Video hier drin ist, weil ich bin jetzt hier in meinem Team Biophysik und wenn ich hier auf Besprechung klicke, dann weiß ich, dass genau die Schüler, die da drin sind, die können auch an der Besprechung teilnehmen und wenn ich hier was schreibe, dann sind, ist es genau für die Schüler und Dateien für die Schüler. Das heißt, Datenschutzprobleme durch Fehlbedienungen werden sehr viel unwahrscheinlicher, wenn das eben alles so ein Ding ist. Und deswegen braucht eine Schulcloud möglichst alles in einem. Ja, also 90 Kollegen. Da darf keiner einen Fehler machen. Und beim Material, ich habe hier schöne Filme, gute Filme ohne Werbung. Teams sagt, ach, geht's in YouTube, Werbung, egal. Nur, es sind halt weniger. Also die Kollegen suchen wahrscheinlich, wenn sie dreimal nichts gefunden haben, eher in YouTube. Ich kenne viele Kollegen, aber das funktioniert schon. Ich kenne Kollegen, die sind Fan von diesen Mebis-Videos und schau, suchen nur hier, sagen, rechtlich bin ich da auf der Seite. Also es ist nicht gescheitert, aber es ist, ja, es ist schwer, gegen YouTube anzukommen. Hier, ich habe gesagt, wenn ich H5P mache, kostet viel Zeit. Brauche ich den ganzen Nachmittag. Es gibt eigentlich was Tolles. Leider nur eigentlich. Es gibt Teach Share, das heißt, wenn ein Lehrer aus Bayern mit H5P zu einem Thema was Tolles macht, dann kann er das teilen und alle anderen können es nutzen, ohne sich diese 5 Stunden Zeit zu nehmen. Das Problem ist nur, man findet nichts. Also ich habe noch nie zu einem Thema, das ich gebraucht hätte, was gefunden und dann suche ich es gar nicht mehr. Also dann, das heißt, was ich bräuchte, wäre, dass jemand das schon sortiert. Also ein Mebis zum freien Fall, ein Mebis zum Impuls, ein Mebis zum waagrechten Wurf, gleich noch mit den Filmen, alles komplett. Das wird nicht, das fällt keinem auf, dass man das braucht. Also ich habe da extra ein Video gemacht, so, hey, wir brauchen einen Inhalt, das sind wichtig und die Inhalte nicht so mit nur Suche irgendwo, sondern ist schön sortiert. Sachsen kauft jetzt Inhalte zu. Das ist heute im Netz. Ja, schön. Also, die sind auch nicht auf die Idee gekommen, dass wir das selber machen könnten. Ja, wir hätten ja die Ressourcen, kaufen es halt zu. Und die anderen Bundesländer sagen, Bremen kauft es auch zu. Sagen, ah, nee, braucht es nicht. Ja, jeder Lehrer soll sein Ding selber machen. 1000 Lehrer machen 1000 Mal genau das Gleiche. Passt. Und wenn keiner, ja, aber lass mal. Also, für 2020, wir sind in der Pandemie. Mebis ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Schade. Teams ist gut. Wenn ich alleine bin, dann könnte ich mit Mebis, wenn es denn laufen würde, sicher guten Unterricht machen. Aber wenn ich jetzt sage, ich habe 850 Schüler und 90 Lehrer und dies möchte ich irgendwie zum Fernunterricht motivieren, dann ist es so, mit Teams läuft's und mit Mebis läuft's zäh. Wird auch gehen, aber einfach zu zäh. Was ist mit der Zukunft? Ja, was ist mit 2030? Das ist 10 Jahre, kalendarisch ums Eck, digital, eine Welt. Ich habe natürlich. Also wir können so bis 5 Jahre nehmen wir jetzt noch Teams her, aber so die Abhängigkeit von diesen großen Giganten ist schwierig und das ist der Datenschutz, wenn die Kinder den ganzen Tag mit Tablets arbeiten oder mit Rechnern arbeiten, wird ein echtes Problem. Ja, aber Mebis ist auch nicht die Alternative. Also jetzt, das soll ausgebaut werden. So ein Bayern-Ding, Bayern Cloud hat leider keine Chance. Wir sind zu klein, wir haben zu wenig Geld, selbst wenn wir ein paar Millionen geben, wir werden dann nie gut genug werden. Die Zukunft wird sicher eine EU-Schulcloud. Es dauert noch, bis die Politiker merken, dass man es das tun muss. Datenschutz. Einerseits, wir brauchen den Datenschutz, er muss perfekt sein. Andererseits, es muss genauso gut sein wie dieses Teams. Es darf nicht schlechter sein, es muss besser sein. Ich muss mit Stift korrigieren können.